liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir den Leuchtturm wieder mehr oder weniger zum Laufen gebracht und den Geyser vernichtet. Den ziemlich üblen Augapfelboss und meine Fresse, der war echt hartnäckig, muss ich mal sagen. Na, was soll's. Hauptsache ist, das Ding ist jetzt erledigt. Und wir können jetzt ohne weitere Probleme den Leuchtturm wieder zum Laufen bringen. Damit klettern wir jetzt für den Rest des Leuchtturms hoch. Ihr seht schon, da vorne haben wir ein weiteres Gen. Da wollen wir natürlich mal kurz den Lorn uns nehmen. Komm schon. Und holen uns, nachdem wir diese Gegner besiegt haben, das Gen. Aha, Geist und ein Gespenst. Na gut, okay. Ich habe aber noch eine... Moment hier. Ah, das Momo. Okay. So, dann... Ja, gut, okay. Geist greift weiter das Gespenst an. Und Lorn verpasst einfach eine Verjüngung auf das Gespenst. Denn das sind jetzt hoffentlich die letzten Gegner. Nachdem ich das jetzt erledigt habe, sollte eigentlich nichts mehr passieren. Okay, wie es aussieht, hat es wahrscheinlich mit der Verjüngung jetzt gerade so erledigt, weil Lorn ist wahrscheinlich jetzt sehr viel MP verlieren wird. Ah, fuck, ein einziger. Nein! Nicht genug MP, Verjüngung. Nur ein einziger MP. Was soll's, machen wir in der Zugkraft. Platt. Ich frage, Egelkraft kann man, wenn ich es richtig erinnere, übrigens nicht lernen. Wenn ich mich jetzt falsch erinnern sollte, könnte ich mich gerne in den Kommentaren über verbessern. Aber wie richtig erinnere, kann man diese Fähigkeit nicht lernen. So, gar, mach kaputt. Sag ich doch. Geht doch. Sehr schön. Schlacht gewonnen und nochmal 80 Erfahrungspunkte. Fast hat Momo sogar ein Level up. Cool. So, da holen wir jetzt endlich mal diese Scheiß gehen hier. So. Lorn, ihr habt bestimmt mit der Brut, die im Kreis eingeschlossen ist. Und du fandest das Eldritch-Gen. Ja, das Eldritch-Gen ist das Zauberer-Gen sozusagen. Damit können wir unsere Drachen in den Drachenform mega starke Angriffe lernen. Gut, und nun legen wir diesen Schalter um. Mit diesem Schalter kann die Lampe eingeschaltet werden. Damit ist der Schalter und der Licht ist on. Yay. Ja, Momo, liest du ruhig dein Buch. Wir betrachten dieses schöne Leuchten. Nein! Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Keine Ahnung. Und was für... WT... Ist das... was war das? Schalte den Leuchtturm nicht an! Der ist schon an. Hab ich irgendwas verpasst? Ich sagte, schaltet ihn ab! Okay... Was zur Hölle? Die hat den Schalter kaputt gemacht. Das geht ja gar nicht mehr aus. Sie hat ihn in die Armatur. Oh, was sollen wir jetzt tun? Wer bist du und was vor allem bist du überhaupt? Nach dem ganzen Ärger Eisschieberin, ihn zu bewachen. Können wir ihn jetzt nicht abschalten? Hasse dich. Okay. Hohlköpfe, es ist eure Schuld. Ihr macht... Das besser wieder gut! Was? Hier, nimm dies! Okay. Film dir die Malten. Ich raff grad gar nichts mehr. Das ist eine Fee? Wenn ihr beim Blumenkreisen draußen auf den Lande anwendet, könnt ihr in unsere Welt kommen. Ist das eine Einladung? Ihr werdet großen Ärger haben, wenn ihr das nicht tut, klar? Okay. Was? Und um was ging es denn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Nur denn, liebe Leute, sind wir auch jetzt hier auf dem Leuchtturm fertig. Und nun können wir den Leuchtturm auch endlich verlassen. Vorher werde ich mich aber, glaube ich, heilen müssen. Ich habe noch höchstens einen Halszauber mit Lorn. Oh Mann. Der Weg zurück wird schwer. Das steht schon mal fest. Und ich werde definitiv nicht jetzt auf allen Kämpfen abhauen. Aber ich werde auch definitiv erst einmal mein Geld in Heiler-Items investieren. Das ist eine sehr gute Investition, denke ich mal gerade. Gut, ein Vampir, der macht Absaugen wieder. Saug du mal. Autsch, aber nicht von Lorn. Der hat nicht mehr so viel. Dafür ist aber diese Vampir-Fledermaus sowas von. Toms! Okay, ich hoffe jetzt aber, Lorn macht sich kaputt. Och Mann, Leute, was soll denn der Scheiß? Geil. Geile Scheiße, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Nur 5 Minuten.
Ist das denn zu viel verlangt? Anscheinend ja schon. Na gut, egal. Jetzt sind wir aber aus dem Inneren des Leuchtturms raus und draußen gibt's keine Papierfledermäuse. Zum Glück. Jetzt mal ernsthaft. Scheiße. Okay, dafür haben wir draußen aber Bomber und Geister. Na gut, die Geister sind da schon das größte Problem. Ein Donnerruf ist da erst recht kein Problem. Wenn aber ein paar mehr von denen kommen, habe ich echt gar kein Problem damit. CDP ist auch schlecht dafür, dass ich eben mal eben einen Eingriff platt gemacht habe. Vor allen Dingen kriegt Momo dadurch auch, na gut, nicht schnell, aber immerhin kriegt sie dadurch ihr Level up. Ich hätte hier schon gerne ihr Level up, ist gleich demnächst irgendwann mal. Und ich möchte auch gerne daran teilhaben lassen, denn... Och man, schon wieder. Denn mir ist eigentlich eingefallen, da ich schon die Kämpfe nicht rausschneide, warum soll ich dann off-camera trainieren? Wahrscheinlich wird das sowieso nicht nötig sein. Du ergreifst die Initiative. Sehr schön. Du bist tot. Auch wenn ich gerade das Gefühl hatte, dass ich wirklich unterlevelt war bei den Gazer. Aber im Prinzip, da bringt man 6 Erfahrungspunkte. Ah ja, da bringt man weniger Erfahrung, aber da bringt man mehr Zenny. So war das, ja. Aber im Prinzip, so werden die Bosskämpfe auch ein bisschen spannender, ne? Aber wie gesagt, im Prinzip braucht man eigentlich nicht großartig bei dem Spiel trainieren, weil so schwer ist es ja eigentlich nicht. Vorausgesetzt, man ist richtig vorbereitet. Ich hätte vielleicht, bevor ich es im Gäse... Hilfe? Scheiße! Das wird jetzt wehtun. Ich... Oh Gott, ey. Och nö, nicht immer noch Momo. Wo war ich gestiegen? Ich hab nicht gedacht... Oh Gott, sei Dank. Heilige Scheiße. Boah, also, wenn ich jetzt nicht noch... Scheiß die Wand an. Mann. Mist. Ich hätte vielleicht sogar mehrere killen können. Was soll's. Links. Dafür kann wenigstens eine dabei draufgehen. Vielen Dank. Zu freundlich. Und die hauen jetzt alle sowieso ab. Scheiße, Alter. Also ich brauche gleich erstmal eine Erholung. Das steht schon mal fest. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. An ein Stück. Am besten sogar. So, dafür können wir jetzt zum Glück Momo benutzen, um es hier eine Abkürzung frei zu bomben. Kabumm. Und zack. Sehr schön. So, sind wir auch schon wieder hier draußen. Ich glaube, ich werde dann irgendwann einmal hochgehen. Vorher aber noch eine letzte Runde. Ich hoffe, dass ich die überstehen werde. Ach. Oh Gott sei Dank, nur ein Donnerruf, ey. Mir fällt gerade ein Stein von Herzen, ey. Holla, die Waldfee, ey. Und ich hau noch daneben, ey. Na gut, aber Momos Trefferquote, wissen wir alle, ist nicht gerade die höchste. Dafür gibt es eine Rache und deswegen ist Zerfabit, aber sowas von. Der Feind ist aufgerieben, 10 Erfahrungspunkte. Momo braucht nur 3 Erfahrungspunkte, meine Fresse. Meine Fresse, nur 3 gottverdammte Erfahrungspunkte. Naja, was soll's. Jedenfalls sind wir sicher und heil, ja oder weniger zumindest, hier angekommen. Und ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, erst einmal gehen wir ins Camp und heilen uns. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann werden wir drüber nachdenken, über das, was dieses komische Zauberwesen uns erzählt hat. Von irgendwas vom Blumenkreis. Wir reden mal mit Gar. Nutze das Wien dir neben, wo es Blumen gibt. Wir sollten bloß nach außen gehen. Wir wollten. Warum müssen wir den langen Weg nehmen? Weil langweilig ist, wenn alles einfach wäre, Leute, mein lieber Gar. Ist immer so. Es ist langweilig. Glaub es mir. Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Okay, genug Phase. Wollen wir doch mal das Blumendiadem jetzt draußen benutzen. Das Blumendiadem ist übrigens auch für andere Insekten ziemlich gut. So, einmal nehme ich hier... Die Blumenwiese reagiert auf das Feendiadem. Möchtest du das Feendiadem benutzen? Ja, bitte. Ja, Leute, nun betreten wir wirklich die Welt der Feen. Ist doch toll, nicht? Ja, es ist zumindest eine sehr beruhigende Begegnung. Oh, ein Schild. Nichts Neues als schwarzes Brett. Okay. Das ist nur... das ist ihre Hütte. Da leben die Feen, wohlgemerkt. Das Feenreich an sich ist sehr klein eigentlich. Es ist verdammt klein. Es ist nicht besonders groß. Im Gegenteil sogar. Es ist winzig. Wir haben halt dieses bisschen Grün hier und den Strand dort. Und ja, es war es eigentlich auch schon. Was es hier großartig zu sehen gibt, außerhalb des Inneren der Hütte, wo wir als nächstes auch hingehen werden. Ist doch alles schön. Naja, die Musik hier ist zumindest sehr entspannt. Sehr entspannend. Sehr. Wollen wir mal gucken, was jetzt hier die Feen von uns wollen.
Das ist also an der, an der anderen Seite des Leuchtturms, ja? Interessant. Was macht Mina da? Cadis. Richtig, du Idiot! Deshalb sagte ich ja auch, du sollst ihn nicht einschalten. Okay. Und wo ist das Problem? Mayfly. Was machen wir nun? Das Licht ist an, Elkher. Was wir jetzt tun werden? Weißt du, was geschehen wird? Dieses Monster wird uns wieder verfolgen. Okay, welches Monster? Das weiß ich. Deshalb frage ich ja auch, was wir tun sollen, du Idiot. Sie benutzen sehr gerne das Wort Idiot, habe ich das Gefühl. Ich bin kein Idiot. Nur Idioten nennen andere Idioten. Ich sag's ja. Nennst du mich einfach einen Idioten, ey? Die, Fairy Punch und so. Hört auf damit! Okay, ich bin gerade sehr irritiert. Das ist unser Problem. Was werdet ihr dagegen unternehmen? Wir? Nun, ich glaube, wir könnten das Monster für euch erledigen. Versuchen wir es wert. Ja, du hast schon viele Monster besiegt. Gute Idee! Es kommt des Nachts aus dem Meer. Ihr solltet unten am Strand warten. Na gut, okay. Bin nicht sicher, was hier abgeht. Aber warum sollten wir denen nicht helfen? Das Schiff scheint sowieso nicht so weit zu kommen. Ja, Leute, wir haben wirklich eine andere Wahl. Wir müssen jetzt den Feen hier bei ihrem kleinen Problemchen, worum wir nicht ganz unschuldig sind, helfen. Da, und dafür müssen wir Nina mit dem Team haben. Finde ich dann auch ein bisschen scheiße, aber kann man nicht machen. So, dann werde ich aber kurz noch die Ausrüstung von ihr ändern. Das Volk ist ja sehr gut, nehme ich über die Munition für. Mal sehen, ich kann Nina ja ein bisschen... Ich denke mal, kann Nina dann halt neu ausrüsten. Hier und mal hier den Blockring. Wenn wir schon Nina dabei haben müssen, soll es auch wenigstens ausgerüstet sein. Was ja anscheinend auch ist. Was ja anscheinend auch ist. Na gut, okay. Ist Nina bereit? Und wir gehen dann zum Strand. Wie gesagt, ich habe schon mehrere Methoden ausprobiert. Nina und Momo müssen bei der jetzigen Mission dabei sein. Hier haben wir den Strand. Ich glaube, wir mussten an den... Ja. Das sieht wie der Strand aus. Das sieht aus wie der Strand. Wartet ihr bis zur Dämmerung? Ja, tun wir mal. Ihr könnt übrigens auch, bevor ihr zum Strand geht, noch eben speichern oder was immer ihr wollt. Hoffentlich werden wir was sehen. Werden wir schon, Momo. Das werden wir. Hä? Hey, was ist das? Was ist das? Ja, wir gehen mal kurz aufs Meer und hinaus. Und was sehen wir da? Erstmal, außer eine Menge Wasser. Eine rote Haifischflosse. Aha. Könnte das das Monster sein? Naja, sie sagten, es kommt vom nachts des Meeres. Es kommt vom der nachts aus dem Meer. So. Es kommt hierher. Schnappen wir es uns, wenn es den Kopf aus dem Wasser streckt. Boah, das könnte wirklich wehtun. Natürlich, da passend diese schöne, an die weißen Hai erinnernde Melodie. Während das Ding ans Meer kommt, obwohl es eigentlich eher der rote Hai ist. Das lässt sich verdammt viel Zeit. Muss man noch Anlauf nehmen oder so. Und Fratzengeballer! Es ist ein Delfin? Ist das das Monster? Eigentlich nicht. Es ist ein Delfin. Och nein, ich mag Delfine. Ich hab Delfin geprügelt. Okay, Delfin. Aua, was soll das denn? Der Delfin kann reden. Entschuldigung. Es ist nur, uns wurde erzählt, es gäbe hier ein Monster. Und wir dachten halt, du wärst, Der Delfin kann reden. Jeder macht hier. Und da mein Fehler, keine Sorge. Warum erzählt ihr mir nicht einfach was über das Monster? Der Delfin kann reden, gottverdammte Scheiße! Es ist ein netter Delfin, nicht wahr? Ob es, ob er es ist, vor dem die Elfen Angst haben? Eigentlich nicht, oder? Lass uns sie doch einfach fragen. Ja, und ob das auch wirklich tatsächlich das besagte Monster ist, von dem die Feen solche Angst haben, werden wir erst im nächsten Part erfahren, Leute. Oh, liebe Cliffhanger. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.